Alter, was geht ab, Leute? Hier? Hab vor, euch heute zwei Apps vorzustellen. Ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise einen Typen kennengelernt, der an einer App arbeitet, Lucky Dex. Das habe ich dann vorgestellt, weil, ja, war ein freundlicher Typ und hat mit mir getauscht, hat mich angequatscht, hat sich dann zufällig ergeben, herausgestellt, dass er an dieser App arbeitet. Ich fand die App nicht schlecht. Dann habe ich aber ein paar Kommentare von euch bekommen. Okay, was ist ein paar Kommentare? Ich glaube, zwei Leute haben das geschrieben, dass ich mir mal Go Ranger anschauen soll, weil es eigentlich genau dasselbe macht, plus noch mehr. Habe ich angeschaut, fand ich gut. Dementsprechend zeige ich euch die App heute. Und dann hat mich noch ein Kollege angeschrieben, Vietnamese, aus Berlin, aber nicht aus Vietnam. Hat seine eigene App entwickelt, nennt sich TradeDex. Die schauen wir uns auch ein bisschen genauer an. Aber jetzt erstmal den Go Ranger. So sieht das aus. Kennt ihr diese alten Donald Duck, Mickey Mouse Comics? Und da gab es immer diese Pfadfindergeschichten. Und einer dieser Pfadfinder war halt immer dieser richtige Nerd, der halt immer dieses schlaue Lösungsbuch hatte, wo einfach alles drin steht. Okay, diese Pflanze kann man nicht essen, dies, das. Das Buch war wirklich voll mit den sinnlosesten Infos, aber zufällig immer für diese Folge, für diese Situation halt hilfreich und lebensrettend. Die Infos hier sind nicht lebensrettend, aber auf jeden Fall sehr hilfreich. Wenn man drauf geht, direkt am Anfang sieht man Events und alle möglichen Informationen. Zum Beispiel momentan die aktive Pandir-Quest, Equinox-Event, läuft noch einen Tag und 10 Stunden, also morgen Abend läuft es aus. Dialga-Raids, noch 3 Tage, 10 Stunden. Tempest Cup und dann halt die Research Quest momentan in diesem Monat. Was demnächst kommt, auch sehr interessant, Giratina am Freitag, Lotur zu Quest Day, Giratina Urform und nächste Safari-Zone irgendwo in Asien und da gibt es dann Shiny Potrat für uns. Auch hier dann vergangene Events, kann man nochmal so einen Rückblick werfen, also alle Infos am Start, zum Beispiel hier Gekka Boss D-Day, Rayquaza Wochenende, legendäre Mittagspause, Battle Showdown, Shiny Meltan, Latias Raid-Woche. Also sehr interessante und nützliche Informationen. An sich allein dafür kann man sich das schon mal downloaden. Unbezahlte Werbung ist das übrigens. Ich habe absolut keinen Kontakt mit denen. Wie gesagt, das ist einfach nur eine App, die interessant ist. Und jetzt der Grund, wieso ihr mir das vorgeschlagen habt. Hier kann man nämlich seine eigenen Listen erstellen. Genauso wie der Lucky Dex eben. Also die Shinies, das war schon vorgefertigt. Da könnt ihr dann alle eure Shinies angeben, die ihr habt zum Beispiel. Muss ich dann irgendwann mal noch machen. Da steht hier jetzt zum Beispiel 6 von 213, aber ich habe ein paar mehr. Inkognito habe ich mir selber angelegt. Muss ich auch mal irgendwann mal mich genauer damit beschäftigen und dann schauen, welche ich habe, welche ich nicht habe. Ich kreuze mal nichts an, weil ich bin mir nicht sicher, welche ich alle habe. Und dann kann man hier bei Plus einfach noch ein paar Listen erstellen. Zum Beispiel 100er. Da kann ich hier zum Beispiel meine Liste erstellen mit 100er. Das Emoji habe ich mir jetzt ausgesucht. Da kann ich hier zum Beispiel, okay, die habe ich 100, garantiert. Okay, Shiny nicht. Leider nicht Shiny. Aber die Familie habe ich. Die habe ich auf 100. Zum Beispiel. Ja. Wobei, ah nee, das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir nicht, weil mich interessieren die Shiny 100er gar nicht. Delete Checklist, warte. Delete. Neu. So, dann könnt ihr hier aussuchen, was ihr haben wollt. Und ich glaube, ich will Pokédex available. So. Dann müsste es. Ja, genau, 466, perfekt. Dann ist es ohne die Shinies. Gehen wir nochmal drauf. Genau, perfekt. So will ich das haben. Die habe ich alle 100. Kann man schnell ein paar ankreuzen. So. Ja, perfekt. Dann kann man zum Beispiel jetzt eben nochmal eine Liste machen. Eben mit Lucky. Dann eben auch, warte mal. Nicht All, weil All wäre wieder getrennt, normal und shiny. Sondern wahrscheinlich einfach Pokédex available. Dann nehme ich ein Emoji, was passend zu Lucky ist. Hier, genau. Das Kleeblatt. Perfekt für Lucky. Bam. Hier habe ich dann meine Lucky-Liste. Kann dann hier alles ankreuzen. Ist ganz cool gemacht. Ist ganz cool gemacht, das ist das Feature, was ihr mir vorgeschlagen habt. Damit ich halt meine Lucky-Sammlung, beziehungsweise jetzt alle anderen Sammlungen, im Überblick habe. Genau. Was aber diese App jetzt noch besonders macht oder interessant, ist eben diese ganzen Informationen. Die Liste ist ganz okay, ist cool, auf jeden Fall. Aber hier zum Beispiel. Wie gesagt, es ist das schlaue Buch, es hat einfach alle Informationen. Wirklich jeden random. Zum Beispiel hier, alles, was momentan ein Ditto sein kann. Seht ihr hier, diese Pokémon fangen, falls ihr noch ein Ditto braucht. Da fangen die Leute ja öfters. Hier zum Beispiel
Jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber alle Shinies, die es momentan im Spiel gibt, könnt ihr nachschauen. Hier auch Buddies. Welche Buddies, welche Pokémon brauchen wie viele Kilometer? 20 Kilometer, 5, 3, 1. Was zum Beispiel für mich sehr interessant ist, Nesting. Das sind alle Pokémon, die Nester haben können. Da könnt ihr auch zum Beispiel schauen, dass Galaxo oder damals Galaxo, wie jetzt, keine Ahnung, Kindwurm oder so, kein Nest haben kann, weil viele immer labern. Geht dann euch da draußen. Was aber für mich zum Beispiel sehr interessant ist, Goldini. Ich brauche noch einen Lucky Goldini. Ich warte jede Nestrotation auf ein Goldini-Nest. War mir aber nicht sicher, ob Goldini noch nestet, weil das haben die mal geändert. Ein paar Sachen rausgenommen, ein paar Sachen reingenommen. Zum Beispiel jetzt Funpi. Früher kein Nest-Pokémon, jetzt aber ein Nest-Pokémon. Wenn ich mir... Ja genau, Funpi da. Und Goldini ist noch drin. Goldini kann auch in Nestern vorkommen. Sprich, ich habe noch eine Chance auf Lucky Goldini. Fehlt übrigens noch sehr vielen Leuten. Dann zum Beispiel auch hier Eier, interessant. Was momentan alles aus den Eiern kommt. Da werde ich auch oft gefragt. Könnt ihr einfach hier nochmal nachschauen. Zum Beispiel hier 10er. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch sehen, Riolo auch in den 10ern. Und auch in den 7er. Die Frage kommt ja auch öfters. Und hier zum Beispiel alle Quests. Was auch sehr, sehr interessant ist. Seht ihr hier zum Beispiel nicht nur die WP und was ein 100er sein kann. Sehr nützlich, sondern auch ja die ganzen Quests. Oft kriegt man ja eine Quest und dann denkt man sich, ja okay, was kommt da eigentlich nochmal raus? Lohnt sich das? Könnt ihr hier schnell nachschauen. Bam, dann seht ihr, okay. Und direkt dann die WP für 100%. Selbes für Raids. Auch sehr interessant. Seht ihr einfach alle Raids, die momentan aktiv sind. Wenn ihr draufklickt, seht ihr dann auch, bam, die WP für 100% und Konter. Powered by Pokebattler. Schaut dann an Pokebattler. Falls ihr halt zum Beispiel... Hier seht ihr auch das perfekte Moveset. Falls ihr aber genauer die Werte wissen wollt, wie viel Zeit ihr zum Sieg braucht und sowas, wie oft ein Machoma jetzt sterben würde, DPS, dies, das, dann geht ihr natürlich auf Pokebattler. Das ist nur ein kleiner... Oh, hier. Ah ja, hier steht's ja. Genaugas Pokebattler. Das ist einfach nur ein kleiner Überblick, um zu wissen ungefähr, was ganz gut ist. Finde ich sehr, sehr nützlich. Hier Better Boost, Schwächen. 23,07. Shoutout geht raus an meine beste Freundin. Die hat sich gestern ein 100er Jäger gegönnt mit 23,07. Wir haben den 28,84er gefangen. Legendäre Mittagspause. Check das Video ab. Die Mittagspause war echt legendär. Ich freue mich auf die nächste. Legendäre Mittagspause. Auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Auch hier alte Sachen. Kann man zum Beispiel nachschauen. Zum Beispiel hier Palkia 2280. Manchmal ja, vergesse ich die WP. Möchte mich gerne daran zurückerinnern. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Kann ich euch nur empfehlen. Da ist eigentlich echt alles drauf, was man so gebrauchen kann. Einfach mal auf dem Handy haben und dann bestimmt gibt es irgendwelche Momente, wo ihr das gebrauchen könnt und dann hier und da mal was nachschauen wollt. Sehr zu empfehlen. Finde ich sehr praktisch. Dann die zweite App von einem Kollegen aus Berlin. Ein Vietnamese hat mir geschrieben, hey Hong, ich habe da so eine App entwickelt. Kannst du dir gerne mal anschauen. Würde mich freuen, wenn du das mal vorstellst. Ich so, ja klar, kommt drauf an, was sie kann. Aber dem vietnamesischen Kollegen helfe ich gerne aus. Und ich habe sie angeschaut und auch die App hat einen interessanten Aspekt, den ich gerne mit euch teilen würde, weil sonst... Auch wenn er Vietnamese ist, wenn die App Müll ist, hätte ich es nicht gemacht oder würde ich euch nicht vorstellen. Heißt Trade Dex und die hat zwei interessante Sachen. Wahrscheinlich sogar mehr, aber der Rest ist to pay, also muss man erstmal freischalten. Demnächst, also falls euch das interessiert, können wir uns das mal genau anschauen, dann würde der mich wahrscheinlich auch freischalten oder hat er mir auch vorgeschlagen. Aber die Sachen, die ich euch heute vorstellen will, die sind kostenfrei. Und zwar als erstes... Auch was zum Tauschen, deswegen heißt es ja Trade Dex. Also kurz zusammengefasst, was die App genau kann eigentlich. Die kann die Pokémon, die du noch brauchst, entweder für Lucky oder 100 oder was weiß ich, einfach die Pokémon, die du noch brauchst und gerne getauscht haben möchtest, kann sie kopieren, abspeichern und kopieren. Und die kannst du dann mit anderen Leuten ganz leicht teilen. Das fand ich sehr gut. Zum Beispiel hier jetzt, okay? Ich habe mir schon eine Liste erstellt. Das ist meine Liste. Alle Luckys, die mir noch fehlen, okay? Das könnte ich jetzt hier kopieren. Bam, kopiert. Dann könnt ihr ins Spiel gehen und dann bei der Suche einfach reinkopieren. Ich zeige euch das mal. So, wir sind eingeloggt. Hat lang genug gedauert. Dann hier einfach bei Suche, ihr wisst Bescheid. Das könnt ihr dann reinkopieren und dann sucht es alle raus. Macht natürlich wenig Sinn für euch selber. Aber wenn ihr diesen Code dann, was ihr kopiert habt, einen Kollegen schickt, der kann das dann einfach eingeben. Und dann seht ihr alle Pokémon, die er zum Tauschen hätte. Ist halt sehr praktisch. Dann sieht er direkt, was er hat, was er hergeben kann. Oder dann direkt beim Tausch einfach das eingeben und dann... Bam. Die Pokémon tauchen dann auf, die ihr tauschen müsst oder wollt oder könnt. Das fand ich sehr praktisch. Zweiter Punkt. Man kann, ich habe jetzt leider keinen,
Muss ich mal meinen Kollegen vorstellen, meinen Freunden. Man kann Freunde adden. Hier oben ist der Code. Genau wie bei Pokémon, kopiere meinen Trainercode. Dann könnt ihr Leute adden. Und dann, wenn ihr auf diese Leute klickt, dann seht ihr deren Liste. Dann seht ihr genau das hier. Das könnt ihr dann von den Leuten kopieren. Und dann bei euch wieder eingeben. Dann seht ihr, okay, das habt ihr. Dann könnt ihr den anschreiben, hey, ich habe deine Liste gesehen. Dies und das habe ich. Und die Bilder sind halt gut. Im Gegensatz zu dem Lucky Dex. Wow. Ich habe so im Augenwinkel irgendwas gesehen, das sich bewegt hat, aber hat sich doch nichts bewegt, Mann. Zum Glück. Auf jeden Fall fand ich das sehr cool. Eine leichte Möglichkeit, um die Sammlung zu sehen von anderen, was sie brauchen. Und dann auch eine leichte Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, um die Sachen rauszusuchen und zu filtern und dann beim Tauschen alles schneller, leichter, effektiver zu machen. Hätte ich jetzt zum Beispiel Freunde, könnte ich hier zum Beispiel sehen, my friends, was die brauchen, klick auf kopieren, geh in mein Pokémon rein, kopiere das rein, dann sehe ich, okay, die kann ich mal behalten oder die habe ich am Start, schreib ihm, hey, ich habe deine Liste gesehen, folgende Pokémon habe ich am Start, wir können uns gerne mal treffen zum Tauschen. Und was auch noch sehr interessant ist, Wanted, da könnt ihr zum Beispiel irgendein Pokémon eingeben, was selten ist zum Beispiel, was weiß ich, ihr gebt zum Beispiel ein Goldini, okay, weil Goldini so krass selten ist. Das gibt ihr ein, dann würden alle Leute auftauchen, die Goldini in ihrer Liste haben. Dann wisst ihr Bescheid, okay, es brauchen noch 5 Leute Goldini, ich schmeiß mal meine Goldinis zum Beispiel nicht weg. Oder ihr habt jetzt, was weiß ich, Manfaxo. Ihr denkt, okay, Manfaxo ist vielleicht selten, sollte ich mal behalten. Gebt Manfaxo ein, dann seht ihr, oh, überraschenderweise, niemand braucht Manfaxo, keiner hat den in seiner Liste. Okay, kann ich doch löschen, zum Beispiel. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn genug Leute das haben, mit den Freunden. Wie gesagt, muss ich mal den Kollegen vorstellen. Andere Sache, die ich noch interessant fand und die halt noch kostenfrei ist, den Rest schauen wir mal, ob wir das besprechen, ist der IV Finder. Letztens war Gekka Bosside. Normalerweise poste ich das immer oder einer der Zuschauer in die Kommentare mit den möglichen 100% IVs. Problem ist, über YouTube das zu kopieren, ist ein bisschen umständlich. Und wenn ihr das jetzt auf dem Handy habt, dann könnt ihr das einfach leicht kopieren und dann direkt in euer Pokémon einfügen. Pokémon Spiel ist halt viel, viel schneller und weniger umständlich für euch. Zum Beispiel, nächster C-Day, Goldini C-Day. Spaß. Dann geht ihr auf Kopieren. Okay, dann habt ihr jetzt abgespeichert alle möglichen Kombinationen für ein 100% IV Goldini. Ihr wisst Bescheid, habe ich euch schon öfters gesagt. Ist natürlich nicht garantiert, es sind nur mögliche 100er. Ihr wisst ja, es kann ja auch sein, dass Pokémon mit besserem Level, höherem Level, dieselbe WP hat wie ein möglicher 100er. Aber es hat halt ein höheres Level, dementsprechend ist es halt kein 100er. Sagen wir, Goldini auf Level 30, 100% hat 1000 WP. Und ein Goldini Level 32 könnte auch 1000 WP haben, aber ist dann natürlich nicht 100%. So ein Beispiel. Das filtert dann nur die möglichen 100er raus und die müsst ihr dann manuell nochmal selber scannen. Und das könnt ihr dann jetzt ganz leicht für alle Pokémon, für jeden C-Day selber machen. Und ihr könnt dann auch hier zum Beispiel, sucht ihr, seid ihr PvP-Verrückte. Und ihr sucht irgendwelche Pokémon mit 0 Angriff. Weil bei PvP 0 Angriff halt. Fand ich auch sehr interessant, vor allem, weil es öfters vorkommt. Und jetzt, letzten C-Day, kann man immer wieder mal gebrauchen. Ja, Leute, das waren 2 Apps, die mir vorgestellt wurden, die ich interessant fand, die ich einfach mit euch teilen wollte. Weil ich dachte, könnte nützlich sein für euch. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen, der GoRanger verwendet. Was halt schade ist, weil sehr nützlich die App. Und wie gesagt, jetzt das neue Teil. Mit den ganzen Freundschaften, wie mehr Leute das verwenden, desto aktiver, besser ist es eigentlich. Weil wenn jeder meiner Freunde das zum Beispiel verwenden würde, könnte ich einfach direkt immer schauen, wer was braucht. Anstatt 1000 Nachrichten zu schreiben und... Ja, das ist echt umständlich. Also das, muss ich sagen, hat sehr, sehr viel Potenzial. Grüße gehen raus nach Berlin an meinen Kollegen, den Kang. Also so nennt er sich, aber wahrscheinlich heißt er eigentlich Kang. Wenn er vietnamesisch nicht zu eingerostet ist. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Checkt die Apps ab, falls sie euch interessieren. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.